Herzlich willkommen zu dieser Coffee Cup Einheit zum Thema Wikipedia. Heute nehmen wir folgende Themen durch. Wir schauen uns die Seite Wikipedia genauer an und erfahren, wie man hier nach Artikeln sucht. Zudem lernen wir den Wikipedia Buchgenerator kennen und wie man Wikipedia Artikel richtig zitiert. Was ist Wikipedia? Die Wikimedia Foundation vereint als Dachorganisation verschiedene Internetprojekte zur Förderung freien Wissens. Dazu zählen unter anderem die Wikimedia Commons, eine Datenbank mit fast 30 Millionen frei verwendbaren Audio-, Video- und Bilddateien, oder auch Wikiversity, ein Projekt zur Entwicklung von frei zugänglichen Lernmaterialien. Gehen wir nun aber auf das wohl bekannteste Projekt der Wikimedia Foundation ein, die preisgekrönte Online-Enzyklopädie Wikipedia. Ein Wiki ist ein Webangebot, dessen Seiten jeder leicht und ohne technische Vorkenntnisse direkt im Webbrowser bearbeiten und ergänzen kann. So entsteht diese freie Enzyklopädie durch die Mitarbeit freiwilliger und ehrenamtlicher Autorinnen und Autoren. Wie sucht man auf Wikipedia? Man hat mehrere Möglichkeiten, auf Wikipedia nach Artikeln zu suchen. So kann man die Suche starten, indem man den Suchbegriff in die Suchleiste rechts oben im Fenster eingibt. Oder man durchsucht die verschiedenen Rubriken, welche auf der Startseite zu finden sind. Es gibt auch die Option, einen automatisch gewählten Artikel unter dem Menüpunkt Zufällige Artikel aufzurufen. Wikipedia bietet zudem die Möglichkeit von sogenannten gesprochenen Wikipedias, einer Rubrik, in der einige Artikel zum Hören bereitgestellt sind. Testen wir nun die Suche anhand eines konkreten Beispiels. Nehmen wir an, Sie suchen nach Materialien zum Thema Dritte Welt. Unter dem Themenbereich Gesellschaft und der Unterkategorie Politik werden Sie dafür sicherlich fündig. Eine erste Einführung bietet das Portal Entwicklungszusammenarbeit, welches Artikel aus den Themenbereichen Entwicklungsländer, Entwicklungshilfeorganisationen und Entwicklungspolitik zusammenfasst. Wenn man nun ein wenig hinunterscrollt, findet sich bereits ein Artikel namens Dritte Welt. Weiter unten im Artikel wird man in Abschnitt Weblinks gleich zu thematisch passenden freien Bildern auf Commons weitergeleitet, sollte man diese benötigen. Bei einer gezielten Suche wie dem Thema Dritte Welt bietet sich jedoch die Suche via Suchleiste an, mit der innerhalb von Sekunden der passende Artikel aufgerufen wird. Man hat nun die Möglichkeit, sich diesen Artikel als PDF herunterzuladen. Dafür betätigt man in der Menüleiste linker Hand unter Drucken exportieren den Link als PDF herunterladen. Das Dokument wird innerhalb von weniger Sekunden inklusive aller Bilder und Verzeichnis erstellt und zum Download für Sie bereitgestellt. Schauen wir uns nun den Wikipedia Buchgenerator genauer an. Mit der Buchfunktion können Sie ein Buch aus beliebigen Wiki-Seiten zusammenstellen, ohne zuvor ein Benutzerkonto zu erstellen. Dieses Buch kann in unterschiedlichen Formaten exportiert oder sogar in gedruckter Form bestellt werden. Im Menü linker Hand findet sich ebenfalls unter Drucken exportieren auch die Option Buch erstellen. Betätigen Sie diese und Sie gelangen zum Buchgenerator. Schauen wir uns das gleich einmal genauer an und starten, indem wir den Button Buchfunktion starten betätigen. Diese ist nun im Hintergrund aktiviert und Wikipedia kann nun nach den gewünschten Artikeln durchsucht werden. Bleiben wir am besten beim Thema Entwicklungszusammenarbeit und suchen uns zu der Thematik alle Artikel zusammen, die wir für unsere Materialien brauchen. Sobald ein Artikel geöffnet ist, kann die Option Diese Seite deinem Buch hinzufügen ausgewählt werden. Es wird nun angezeigt, dass Ihr Buch bereits eine Seite enthält. Diese Prozedur bei allen weiteren Artikeln, welche benötigt werden, anwenden. Nun kann man individuelle Einstellungen vornehmen, wie einen Titel für das Buch wählen, die Papiergröße einstellen und entscheiden, ob ein Inhaltsverzeichnis benötigt wird. Und schon kann das Buch erstellt werden. Dies dauert wieder wenige Sekunden, dann steht das Dokument auch schon zum Download bereit. Neben Inhaltsverzeichnis, Abbildungen und Literaturverzeichnis bietet dieses Buch abschließend auch Quellennachweise. Schauen wir uns abschließend die Zitierhilfe von Wikipedia an. Diese findet man bei geöffneten Artikeln links in der Navigationsseite unter der Rubrik Werkzeug. Unter
Artikel zitieren befindet sich die direkt kopierbare Fundstellenangabe und ein Permanentlink sowie Versions- und Abrufdatum. So, nun kennen Sie die Seite Wikipedia und deren Schwesternprojekte, wissen, wie man hier nach Artikel sucht, haben den Wikipedia-Buchgenerator kennengelernt und wissen, wie man Wikipedia-Artikel richtig zitiert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.